Leute, was geht denn bei euch und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wir alle kennen es, wir alle lieben es, wir sind alle gerade in ihm drin. Das Internet. Das Internet, so sage ich immer, ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Du kannst tun und lassen, was du willst. Und weil es eben eine Sache ist, wo man tatsächlich tun und lassen kann, was man will, gibt es dort auch wirklich ziemlich dumme Sachen. Und überall da, wo es dumme Sachen gibt, muss ich natürlich mein Format drüber greifen. Das heißt, das sind jetzt die 9 dümmsten Internetseiten aus dem Internet. Viel Spaß damit und los geht es! Die 9 dümmste Internetseite ist die Seite knallfolie.de. Denn wir alle lieben ja sicher diese Knallfolie. Das ist diese kleine Knallfolie, wo man draufdrücken kann und es immer so lustig knallt. Und wenn man ehrlich ist, ist es immer richtig schade, wenn man dann alle aufgeknallt hat. Dafür gibt es nämlich jetzt die ideale Lösung auf der Seite knallfolie.de. Dort gibt es nämlich ganz, ganz viele kleine Knallfolien-Dinger, wo man draufdrücken kann. Und wenn man alle gedrückt hat, dann kann man die Seite einfach aktualisieren und hat den Spaß nochmal von vorne. Ich für meinen Teil finde die Seite eigentlich ziemlich lustig, aber auch eben total dumm. Noch bescheuerter und bunter wird allerdings die nächste Seite. Das ist nämlich die Seite ohmyfuckinggoddogs.de. Auf dieser Seite, so verrückt es jetzt klingt, gibt es einfach nur ein paar Regenbogenhunde, die hin und her laufen. Ich habe mir das Spektakel ungefähr 10 Minuten angesehen, weil es einfach so spannend war. Aber nein, ganz im Ernst, die Seite hat irgendwie Unterhaltungswert, auch wenn man einfach nur diesen Hunden beim Rumlaufen zusehen kann. Ich habe nur das Gefühl, wenn man zu lange auf der Seite rumhängt, kann man zu einem Psychopathen werden. Aber keine Ahnung, wie ich drauf komme. Ja, ich schärfe gerade ein Messer an einem anderen Messer. Ja, schon verstanden. Ihr seid die Genies und ich habe keine Ahnung. Ich habe es verstanden. Okay, ich muss hier lang. Staggeringbeauty.com ist die nächste Seite. Auf dieser Seite tut man nichts anderes, als irgendeinen komischen Wurm mit seinem Mauszeiger hin und her zu bewegen. Aber das Allerschlimmste ist, wenn man den Mauszeiger zu schnell hin und her bewegt. Ohne Witz, ich habe beim ersten Mal einen richtigen Schock bekommen. Man hinterfragt dann bei solchen Seiten nur irgendwie den Sinn. Und ich würde sagen, das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen ist die Seite auch dumm. Aber gut, ich finde es lustig. Aber wir machen mal mit der nächsten Seite weiter. Das ist nämlich die Seite sinnloserknopf.de. Und auf dieser Seite hast du wirklich nichts anderes zu tun, als die ganze Zeit auf irgendeinen sinnlosen Button zu drücken. Die ganze Zeit. Den ganzen lieben langen Tag lang. Und wenn du willst, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Aber man darf natürlich nicht die coolen Features dieser Seite vergessen. Du hast einerseits die Möglichkeit, dich anzumelden und andererseits du noch coolerweise in die Highscore-Liste eingetragen zu werden, wenn du denn oft genug drückst. Und ohne Scheiß, ich war schon in der Tages-Highscore-Liste dabei. Im Ernst. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde sagen, die Seite ist mega dumm und wir machen mit der nächsten Seite weiter. Das ist nämlich die Seite earslap.com. Ich denke, ihr alle wolltet schon mal irgendwo an irgendwem eure Wut auslassen. Und am besten kann man natürlich an irgendwem die Wut auslassen, wenn man ihn einen Fisch überzieht. Und genau das könnt ihr auf dieser Seite machen. Und zwar so oft, wie ihr wollt. Irgendeinen wildfremden Typen, den ihr nicht kennt, einen Fisch über den Kopf ziehen. Ernsthaft. Und es ist echt lustig. Probiert es doch einfach mal aus. Ausprobieren müsst ihr aber auch die nächste Seite. Die 4dümmste Seite ist nämlich papertoilet.com. Dort könnt ihr nichts anderes machen, als eine scheiß Papierrolle auf und wieder abzurollen. Das heißt, ihr seid die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Papierrollen auf und wieder hochzudrehen. Als hätte man im Real Life nicht schon genug Sorgen, ne? Dann kommt auch noch sowas. Okay, kommen wir mal zur Seite Nummer 3. Das ist nämlich die Seite sanger.dk. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Dort seht ihr einfach nur einen Mops, der über euren Bildschirm leckt. Das heißt, diese Seite macht nicht nur gar keinen Sinn, sie macht dann auch euren Bildschirm dreckig, und zwar richtig. Aber dieser kleine Mops ist schon echt niedlich, der ist wirklich niedlich. Und falls André das Video guckt, ey, ich denke, das wird jetzt seine neue Startseite, richtig? Für die Leute, die es nicht wissen, André steht auf Möpse. Auf Hundemöpse. Also. Oh Mann, das klingt komisch. Die zweitdümmste Seite des Webs ist die Seite www.istmeincomputeran.de. Ja, die Seite gibt's wirklich. Und was macht diese Seite wohl? Sie gibt dir die Information darüber, ob dein Computer an ist oder nicht. Was total sinnlos ist. Denn ja, weil richtig, du Genie da hinten in der zweiten Reihe, der Computer muss an sein, wenn man auf dieser Seite ist. Das heißt, um nochmal mitzuschreiben, diese Seite ist total für den Arsch. Aber deshalb lieben wir ja diese Seite, oder? Aber wir kommen zur Seite Nummer 1. Viel Spaß damit. Das ist nämlich die berühmt-berüchtigte Seite scheißebewerten.de. Und da kann... Alter, die Seite ist echt genial. Man kann auf dieser Seite... Nein, man muss auf dieser Seite Scheiße bewerten. Und zwar wird da immer so ein Bild von Scheiße angezeigt, die dann irgendwie... Mal ist die Scheiße im Freien, mal ist die Scheiße in der Toilette, mal ist es Durchfall, mal fest, bunt, dunkel, hell. Also es gibt alle möglichen Kombinationen an Scheißhaufen. Und dort kann man diese Scheißhaufen bewerten. Von der Note 1 bis 6, glaube ich. Und dort gibt es auch so richtige Top-Rankings, also die Top-Scheiße und die schönste Scheiße. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Seite eigentlich ziemlich lustig. Und ich habe dort auch schon mal Scheiße bewertet, weil es einfach so verrückt ist. Was ich mich nur frage, wie sollte man Scheiße bewerten? Geht es da darum, wie scheiße die Scheiße aussieht? Oder wie
heftig der Haufen ist. Also ich finde, ich frage mich das echt immer wieder, weil ich dort regelmäßig bin. Ich habe die Seite direkt als erstes bei meinen Favoriten gespeichert. Nein, meine Lieben, natürlich nicht. Aber ihr solltet dort unbedingt mal vorbeischauen. Und es ist echt ein lustiger Gag. Also es ist echt lustig, es ist verrückt. Und das Beste ist, man kann seinen eigenen Scheißhaufen dort hochladen. Ey, was es nicht alles gibt, das Internet ist so verrückt. Und apropos verrückt, das waren eben die 9 dümmsten Internetseiten des World Wide Webs. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, ihr wisst es ja, habt ihr auch die Möglichkeit, das Video zu bewerten. Und zwar mit einem Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Und ansonsten kommt gleich in der Endcut irgendein anderes 9 dümmsten Video. Könnt auch da gerne mal draufklicken und hinterlasst mal einen Kommentar, welche Website ihr am sinnvollsten findet oder am sinnlosesten. Ich würde sagen, das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen... was ist heute für ein Tag? Mittwoch. Mittwoch ist heute, richtig? Ja, genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch und bis dann. Tschüss.